Hey Leute, willkommen zum heutigen Video. Heute mal hier drin, nicht draußen, weil heute gibt es auch ein ernstes Thema, beziehungsweise ein Thema, was sehr oft falsch dargestellt wird und ich finde das irgendwie schade, deswegen möchte ich es gerne ansprechen. Ich persönlich habe kein Problem damit, was Leute über mich denken, weil mir ist eh egal, ich wohne auf einer Insel, mir ist alles scheißegal, ihr kennt mich. Aber ich möchte nicht, dass Leute irgendwelche Unwahrheiten in den Kommentaren verbreiten und dann andere Leute, die vielleicht neu auf den Kanal stoßen oder das dann einfach glauben, das so hinnehmen und denken, ja, das ist so und es ist aber nicht so. Und deswegen möchte ich heute über das Thema reden. So, Sabine hat gerade gekocht, Tortellini mit Käsesoße, vegan natürlich, man kennt ihn, den veganen Hasen. Und im Hintergrund seht ihr auch das Bild, was ich vor 2 Tagen im Vlog gekauft habe mit meiner Mutter an diesem bei diesem Straßenkünstler, der auf der Straße die Bilder verkauft hat. Noch ist die Wand relativ leer. Meine Freundin sitzt übrigens hier neben mir. Noch ist die Wand relativ leer, aber vielleicht finden wir noch ein paar andere schöne Bilder. Wir machen Stückchen für Stückchen. So, Leute, jetzt kurz zum Thema des Videos. Es geht um die Steuer und um das Geld. Immer wenn ich gefragt werde, warum bist du nach Madeira ausgewandert? Beantworten andere Leute für mich diese Frage. Ich habe es vergessen im Video beantwortet, warum ich ausgewandert bin. Also falls ihr es verpasst habt, in der Beschreibung ist das Video von gestern verlinkt. Da erzähle ich die Gründe, warum ich nach Madeira ausgewandert bin. Warum ausgerechnet Madeira und nicht zum Beispiel Malle, Italien, Spanien, Frankreich Kreta. Oder irgendwas anderes. Kreta, irgendwas. Es gibt viele schöne Länder. Aber der Grund, warum ich nach Madeira ausgewandert bin, habe ich gestern im Video erklärt. So, wenn ich aber gefragt werde irgendwo in den Kommentaren, warum ist nach Madeira ausgezogen, schreiben meistens Leute schon eine Antwort, wegen Steuern. Also, als ob es das Einzige wäre, warum ich hierhin ausgewandert wäre. Dazu kann ich euch eine Sache sagen. Wenn die Steuern der hauptausschlaggebende Punkt wären, warum ich aus Deutschland ausgewandert wäre, dann wäre ich in die Vereinigten Arabischen Emirate gezogen. Nach Dubai oder in irgendeine Stadt, hätte mir da irgendeine Penthouse-Wohnung geholt und hätte dann meine 1,4% Steuern. Denn in Dubai, beziehungsweise in den Arabischen Emiraten, also Dubai gehört ja dazu, ist eine Stadt, in den Emirates bezahlst du nur ungefähr 1,4%. Nagel mich nicht an die Prozenten fest, aber ich glaube, es sind 1,4% Steuern. In Europa gibt es ganz wenige Ausnahmen, wo du um die regulären Steuern herumkommst und für Privatpersonen schon mal gar nicht. Es gibt zwar in Europa sogenannte Steuerparadiese, wie zum Beispiel Zypern, Irland, Malta oder auch Madeira, die besonders interessant sind für Firmen. Firmensitze. Zum Beispiel in Irland zahlt man, glaube ich, 1% Umsatzsteuer für die Firma. Deswegen ist Apple da, deswegen ist Google da, deswegen sind alle großen IT-Konzerne da. In Madeira sind es, glaube ich, 5% Umsatzsteuer, Firmensteuer. Aber das betrifft, wie gesagt, Firmen. Ich habe hier keine Firma auf Madeira, also noch nicht. Ne? Da nagel ich mich darauf fest. Vielleicht habe ich in 10 Jahren hier eine Firma. Nicht, dass dann Leute sagen, oh, du Heuchler, jetzt hast du doch eine Firma. Irgendwann, vielleicht habe ich irgendwann eine Firma hier. Aber ich habe es aktuell nicht vor und habe auch keine Firma hier. Ja? Das heißt, ich bin als Privatperson hier und werde als Privatperson in Portugal versteuert. Portugal ist der Ort, in dem ich lebe, das Land. Und da spielt es keine Rolle, ob ich auf Madeira wohne oder auf dem Festland in Portugal oder auf den Azoren. Portugal ist Portugal. Madeira hat halt nur diese Offshore-Firma, die Limitade. Das ist sowas wie die Limited in Irland. Und ich nehme das gar nicht in Anspruch. Ja, also ich benutze nicht diese 5% Firmensteuer, weil ich als Privatperson hier bin. Ich werde komplett mein ganzes Geld, geht auf mein Privatkonto und so weiter und so fort. Ich bin nicht als Firma hier. Ich wohne auch hier. Leute sagen ja auch, ja, Madeira ist so eine Briefkastenfirma und so weiter und so fort, so wie Zypern, Malta und so, ne? Na gut, wenn du irgendwie ein internationaler Fußballstar bist und oder irgendjemand, was weiß ich, BMW oder irgendwas und dann hier einen Firmensitz hast, obwohl du hier gar keine Firma hast oder gar nicht hier arbeitest und du dann einfach Briefe hierhin geschickt bekommst und da ist dann ein Mitarbeiter, der sich um 100 Firmen kümmert und der checkt dann die Post durch und sowas. Sowas gab es alles in der Vergangenheit, aber Madeira geht auch dagegen vor. Madeira möchte keine Briefkastensteueroase mehr sein und natürlich gibt es hier, wie gesagt, für Firmen Vorteile im Gegensatz zu Deutschland oder im Gegensatz zu anderen europäischen Ländern. Das hat aber damit zu tun mit der Wettbewerbstauglichkeit von Inseln oder von kleinen Staaten, wie zum Beispiel Malta. Und Madeira ist eine autonome Region von Portugal, eine kleine Insel. Du hast keinen Möglichkeit, dass LKWs vom Festland hier Sachen hinliefern, du hast keinen Schienenverkehr, alles muss relativ aufwendig hingebracht werden oder selbst hier angebaut werden auf der Insel. Deswegen ist Madeira im Nachteil, was Wettbewerb oder Wirtschaftlichkeit angeht, weil es eine Insel ist. Und dadurch sind solche Regelungen irgendwann mal ins Leben gerufen worden. Und manche Leute haben die ausgenutzt, ne? Also manche Firmen haben es ausgenutzt, haben dann hier Briefkastenfirmen gemacht und so weiter und so fort. Deswegen gibt es dieses Gerücht, Madeira ist eine Steueroase. Ja, so wie viele andere, ne? Wie gesagt, Zypern, Malta, Irland gibt es einige. Ich persönlich habe keinen einzigen Vorteil, auf Madeira zu wohnen, steuerlich gesehen. Ich könnte genauso in Lissabon wohnen oder in Porto oder in irgendeinem anderen portugiesischen Ort. Ich werde nach ganz normalem portugiesischen Steuerrecht versteuert. Das heißt, dass ich auf Madeira wohne, ist einfach nur, weil ich diese Insel wunderschön finde, weil ich den Ort hier wunderschön finde und nicht wegen irgendwelchen finanziellen, tollen Ersparnissen. Steuerersparnisse.
Steuersparnische. Natürlich hat man die Möglichkeit, in Portugal etwas weniger Steuern zu sparen als in Deutschland. Das liegt aber daran, nicht, dass Portugal so super günstig ist, was die Steuern angeht. Portugal hat verhältnismäßig mittelmäßig bis hohe Steuern in der EU. Deutschland ist einfach das dritt- oder zweithöchst versteuerte Land der Welt. Ich glaube, über Deutschland ist nur Belgien und vielleicht noch Österreich. Ansonsten ist Deutschland, glaube ich, das dritthöchste Steuerland der Welt. Natürlich, egal wo du hinziehst, wenn ich jetzt nicht nach Österreich oder Belgien ziehe, dann kann man mir immer vorwerfen, oh, du bist ausgewandert, um Steuern zu sparen. Ob ich nach Island ziehe, ob ich nach Spanien ziehe, egal wohin. Deutschland ist einfach ein Land, wo es sehr hohe Steuern gibt. Hat mich das jemals gestört? Ja. Habe ich trotzdem meine Steuern aber brav bezahlt? Ja. Ich habe immer genug Geld verdient, dass ich auch trotz der Steuern ein gutes Leben führen konnte. Und mich haben die Steuern nicht so extrem gestört, dass ich gesagt habe, oh, wegen den Steuern ziehe ich jetzt aus. Ich bin auch niemals mit dem Gedanken, ich muss Steuern sparen, aus Deutschland ausgezogen. Das ist nicht meine Intention gewesen, weil das sehr, sehr viele Leute immer behaupten. Natürlich möchte jeder gerne mehr vom Kuchen abhaben. Und wenn ihr die Wahl habt zwischen, ich zahle mehr Geld an den Staat und ich zahle weniger Geld an den Staat, dann würde man natürlich im Normalfall weniger zahlen. Also freiwillig weniger Geld abgeben, ja, ist klar. Aber ich habe immer meine Steuern in Deutschland korrekt bezahlt. Ich habe keine offenen Rechnungen am Finanzamt, irgendwas. Ich habe immer alles tippitoppi gemacht, habe sehr viel Geld auch an Steuern gezahlt in Deutschland und ich wohne jetzt in Portugal und bin hier nicht einfach so alibimäßig, um Geld zu sparen. Das ist einfach eine Sache, die wollte ich einfach mal klarstellen. Das ist mir sehr wichtig und deswegen gibt es auch heute anstatt einem normalen Vlog so ein Real Talk Thema, weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es schade, wenn Leute sowas glauben und sowas verbreiten. Und ich frage mich, ob die Leute, die das verbreiten, das selber einfach nur glauben, weil sie es irgendwo gehört haben oder ob die Leute einfach, ja, so negative Einstellungen haben. Die Leute sagen dann, yo, du kehrst dem Sozialstaat Deutschland den Rücken. Deutschland hat deine Schulausbildung gezahlt und so weiter und so fort. Ja, ich bin auch immer sehr dankbar, dass ich in Deutschland aufgewachsen bin. Aber ich wohne jetzt in einem anderen Land und ich zahle alle meine Steuern hier in Portugal. Ich habe schon immer Geld aus der ganzen Welt bekommen, seit ich im Online-Business unterwegs bin. Ich bekomme Geld aus Irland, ich bekomme Geld aus den USA, ich bekomme Geld aus Deutschland durch Merch und Sachen, die ich in Deutschland verkaufe. Ich bekomme aus verschiedenen Ländern Geld. Das habe ich alles in Deutschland versteuert. Und nun versteuere ich alles, was ich verdiene, in Portugal. So einfach ist das. Und Madeira ist für mich kein Steuerparadies, um das mal klarzustellen. Es gibt ein paar Dokus darüber, die sind sehr interessant. Könnt ihr euch mal angucken. Zum Beispiel, es gibt eine Doku, jetzt glaube ich, Steuerparadies Madeira oder nicht. Ich glaube, das heißt nicht mal Madeira. Ich glaube, das heißt einfach nur legale Steueroasen oder sowas. Egal, es gibt auf jeden Fall Dokus darüber. Und es ist auch interessant. Und für Leute, die vorhaben, irgendwie eine Offshore-Firma zu gründen und irgendwie Umsatzsteuer oder Firmensteuer zu zahlen und das alles auch in einem Rahmen machen wollen, der gesetzlich in Ordnung ist, soll jeder machen, wie er möchte. Ich möchte da niemanden ans Bein pissen. Ich habe keine Firma, in Deutschland habe ich keine Firma und in Portugal habe ich keine Firma und ich habe auch nirgendwo auf der ganzen Welt eine Firma. Ich habe Holding, also ich habe Shares und Anteile von Firmen, aber ich bin kein CEO oder irgendwas, ich habe keine Firma. Das ist ganz wichtig zu wissen. Das ging jetzt sehr tief ins Detail und es ist so sehr, ja, sehr trockenes Thema, so Steuern und Geld, aber es ist einfach ein Thema, was mir so letzte Zeit sehr oft aufgefallen ist. Ja. Jetzt wisst ihr es, in Deutschland zahlt man hohe Steuern, das weiß jeder. Dafür haben wir auch in Deutschland verhältnismäßig hohe Lebensstandards, top, tip, top. Aber ich bin nicht wegen den Steuern aus Deutschland ausgezogen. Und wie gesagt, wenn ihr richtig viel Steuern sparen wollt, dann zieht nach Dubai. Es ist besser. Ah, das Grüne kommt auch noch mal. Hey, willst du auch mal was im Blog sagen? Sparst du etwa Steuern auf Madeira? Knubbel? Er ist einfach nur wegen den günstigen Steuern ausgewandert. Du bist nur wegen günstigen Steuern ausgewandert. Die Hundesteuer ist hier günstiger. Das stimmt wirklich. Also was wirklich hier stimmt, also was ich wirklich sagen kann, ist, ich zahle weniger Krankenversicherung und ich zahle weniger allgemein Lebenshaltungskosten. Ich zahle eine generelle Sprachenlernen Bubble. Eine relativ geringe Miete, Essenspreise sind günstiger, Restaurantpreise sind günstiger, also die Lebenshaltungskosten sind günstiger hier als in Deutschland, aber das Land ist auch nicht so wohlhabend wie Deutschland. Ich muss auch sagen, in manche Sachen in Deutschland finde ich ein bisschen sehr hoch, gerade für Selbstständige, zum Beispiel Krankenversicherung. Jetzt um es mal kurz anzusprechen, das ist ein anderes Thema, aber sobald du 4.000 Euro im Monat verdienst, ungefähr das ist glaube ich der Cap, dann ist es der Höchstsatz, musst du 800 Euro, das ist der Höchstsatz, glaube ich, der Krankenversicherung, wenn du gesetzlich krankenversichert bist, bezahlen. Und da muss ich mich einfach nur die Frage stellen, wie ist das eigentlich, was ist da eigentlich los? Naja. Das ist schwierig. Also jetzt haben die das ja ein bisschen geändert, dass so geringe Verdiener im selbstständigen Bereich müssen nicht mehr so hohe Krankenkassen bezahlen. Die haben so, weiß ich, wie das heißt, aber das gibt es seit kurzem. Aber früher war das so, dass 2.000 Euro verdienen, müsstest 500 Euro Krankenkassen bezahlen. Das ist krass. Also was? Ich muss auch sagen, also Selbstständige, die erstmal sich ein Business aufbauen wollen, haben es in Deutschland manchmal nicht so einfach. Das ist auf jeden Fall so. Jetzt muss ich auch zum Abschluss noch sagen, ich bin kein Steuerberater, ich bin kein Steuerfachmann. Hau rein. Jetzt wird er noch dreimal hupen, ich weiß es schon. Oder? Ein Steuerberater auf dem Schiff, der hat alles gehört. Steuerberater hupt gerade. Noch einmal? Ja.
Das Essen ist übrigens sehr lecker, Girl. Mhm. So, gut genug gehupt. Zum Abschluss soll ich nur sagen, ich bin kein Steuerberater. Ich habe kein Steuerrecht oder sowas studiert. Das heißt, alle meine Angaben sind ohne Gewähr. Nagelt euch bitte daran nicht fest. Wenn ihr selber selbstständig seid oder vorhabt auszuwandern, dann bin ich nicht der richtige Ansprechpartner dafür, denn ich bin kein Steuerberater. Sucht euch einen Steuerberater vor Ort und fragt ihn alle Dinge, die ihm wissen das meistens besser. Oder recherchiert im Internet, da gibt es auch sehr viele interessante Themen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Ich habe jetzt 2 12-Stunden-Streams hinter mir. Pokémon fast durchgespielt. Heute Abend gibt es das Finale von Pokémon. Also wenn ihr es seht, gestern Abend gab es das, weil das Video kommt morgens wahrscheinlich. Und ja, wir sehen uns dann morgen wieder zu einem normalen Vlog? Man weiß nicht. Normal ist es nie. Haut rein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Thema hat euch irgendwie gejuckt, weil es gab sehr viel Nachholbedarf. Kuss. Ciao.